Hier ist mal wieder der Desmond von YouTube und heute wollte ich euch mal zwei interessante Zahncreme vorstellen und eine Mundspülung. Und jetzt zeige ich euch erstmal, wo ihr die Sachen überhaupt kaufen könnt. Und die Produkte gibt es bei Amazon zu kaufen. Das ist jetzt die BioRepair Zahncreme in der 75 ml Packung, kostet 4,99 Euro. Bei der Produktbeschreibung steht jetzt Folgendes: Die BioRepair Zahncreme enthält aktive, naturidentische BioRepair-Moleküle. Reines Hydrocyclapatit im Komplex mit Zinkcarbonat ohne organische Nebenbestandteile. Diese reparieren beim Zähneputzen die nanofeinen Defekte des Zahnschmelzes. Durch die regelmäßige und tägliche Verwendung der BioRepair Zahncreme fühlen sich die Zähne nicht nur glatter an, sie bleiben auch länger sauber. Denn die Bakterien, die in jeder gesunden Mundflora vorkommen, können jetzt nicht mehr so gut auf der Zahnoberfläche haften. Das Ergebnis: Die Neubildung von Zahnbelag wird reduziert, Karies- und Zahnfleischproblemen wird vorgebeugt. Gleichzeitig vermindert BioRepair auch die Empfindlichkeit der Zähne, die oft schmerzhaft auf kaltes, heißes, süßes und saures reagieren. Das Produkt gibt es auch noch mentholfrei. Und zwar nennt sich BioRepair mild mentholfrei, kostet 3,99 Euro plus Versandkosten. Und für 7,99 Euro versandkostenfrei gibt es dann noch die BioRepair Zahn- und Mundspülung. Die Links zu den Produkten wie immer im Textfeld unter dem Video. Klickt da drauf, kommt ihr direkt hin. Und jetzt schauen wir uns mal die Sachen an. Und hier haben wir die Produkte jetzt. Ich habe sie extra nochmal gekauft, weil ich euch auch noch die mentholfreie Zahncreme vorstellen wollte. Also ich habe quasi jetzt zweimal die normale, dann die mentholfreie einmal und zweimal die Mundspülung. Fangen wir einfach mal an. Das sind die Verpackungen. Das ist jetzt die mentholfreie. Die schaut dann so aus. Da sind eigentlich nur so Produktinformationen drauf. Und hier haben wir die Tube selber. Wenn man die aufschraubt, dann ist hier vorne so ein Sicherheitsverschluss drauf. Den zieht man einfach ab. Zeige ich mal hier. Da ist er nämlich schon ab, weil ich ihn schon benutzt habe. So sieht das dann aus nachher, wenn er abgezogen ist. Ja, dann haben wir halt noch die Mundspülung. Die schaut dann so aus. Auch nichts Weltbewegendes. Und das ist dann in der Verpackung drin. Und da steht dann, zeige ich euch mal, Verwendung. Normaldosierung 10 bis 20 ml und dann für ca. 20 Minuten spülen, Sekunden, nicht mit Wasser nachspülen. Jo, kann mehrmals täglich verwendet werden. Hier habt ihr dieses Messbesserchen, 10, 20, 30, 40, 50 ml. Jetzt zeige ich die euch mal und dann könnt ihr mal schreiben, an was ihr als erstes gedacht habt, als ihr gesehen habt, was da rauskommt. So, pass mal auf. So, nach was sieht das aus? So sieht das jetzt aus. Es ist mehr so dickflüssig. Was heißt dickflüssig? Es ist nicht so flüssig wie normale Mundspülungen. Ich kipp's mal zurück, dann seht ihr das nochmal. Ja, Kätzchen. Fressende Katze, ey. So. So sieht die Mundspülung aus. Jetzt zeige ich noch gerade die Zahnpasta. Einmal die hier, drücke ich gerade mal so ein bisschen raus. Ich putze nachher nochmal die Zähne, dann seht ihr das. So sieht die normale aus. Ich habe gerade schon wieder was anderes denken müssen, als sie zurückgegangen ist. Und jetzt zeige ich euch mal diesen Sicherheitsverschluss. Der wird hier einfach weggemacht. Finde ich besser als bei der Elmex. Bei der Elmex ist immer so ein Plastikding hier oben. Das müsst ihr dann mit dem Messer wegmachen oder einer Schere. Und das ist jetzt die andere. Ja, und die sieht genauso aus. Also, da tut sich nichts. Ja, und jetzt putze ich mir nochmal die Zähne. Und dann sage ich euch mal, wie die so schmeckt. Diese hier und die Mundspülung. Ja, dann wollen wir mal. Das ist mein Spiegel, das ist meine Kamera, das ist mein Bart. Und zwar, ich habe sonst immer die beiden Elmex hier benutzt
Und als Mundstühlung die aus dem Lidl. Ja, und jetzt fangen wir mal an. Zahnbürste nehme ich folgende, und zwar diese hier. Die ist jetzt von Sensodyne extra sanft. Also sind eigentlich die weichsten Zahnbürsten, die man kaufen kann. Mikroaktiv. Hatte ich auf YouTube mal ein Video gemacht, da habe ich irgendwie, glaube ich, 12 Zahnbürsten mal getestet auf ihre Sanftheit. So, wir fangen mal an mit der normalen hier, der Bio Repair. Und zwar, ich habe mal bei Amazon Rezession gelesen, da hat da einer geschrieben, starker Eigengeschmack, also nach Menthol, stark abrasiv schmürgelnd, was der auch immer meint, vielleicht, dass die Zähne ein bisschen wegschmürgelt, mehliges Gefühl, Zähne sollen restlos sauber werden, nicht so glatt, aber wie bei der anderen, ist ja keine rote, ist ja eigentlich mehr so rosa. Gut, muss ich mal gucken, ob ihr das dann hier so seht. Jetzt machen wir mal ein bisschen weiter drauf. Zup. Ich habe es ja schon benutzt, ich weiß ja, wie das ist, aber ich will euch das nur mal zeigen. Gut, dann machen wir mal. Ja, guckt mal ruhig mal kleine Brötchen zu. So. Also, schmeckt nach Menthol. Ist leicht cremig. Cremig wie eine Zahnbürste. Ist auch ein bisschen mehr, ja, stark. Und dann zwar wie so, man kann sich vorstellen, wie wenn man ein Fisherman Pfefferminzbonbon lutscht. So ist die ungefähr. Aber es ist keineswegs irgendwie immer unschönes Gefühl beim Putzen oder so. Oder vom Geschmack. Okay, die Geschmäcker sind halt unterschiedlich, gell? Ja, also wie gerade schon erklärt, das war jetzt die Zahl drin. Also ich finde es in Ordnung. Jetzt nehmen wir die andere. Jetzt kommen wir zu der anderen. Zeige ich auch mal gerade. Ist ja genau dasselbe. Und ja, die ist schon. Ja, gewürzt sich im Ganzen. Genau, der Mentholgeschmack ist so gut wie gar nicht vorhanden. Die fühlt sich im Mund weicher an, glatter an. Auch nicht so wie nach Pfefferminzbonbon, wie ich eben schon erklärt habe. Das ist eine schöne Zahncreme. Also, ich benutze sie heute das erste Mal. Ich habe sie nur gekauft, damit ich mal einen Vergleich habe für euer Interesse bei, sag mal, Amazon oder so, bei der Rezession. Die ist gut. Also, ich kann jetzt so viel schon sagen. Diese Bier ohne Menthol schmeckt mir persönlich besser als die mit Menthol. Und jetzt zeige ich euch noch gerade diese Mundspülung. Ich mache gerade. Ich nehme nur 10 Milliliter, weil das reicht mir total. Weil A ist die nicht ganz so günstig. So, mal gerade gucken. So, 10 Milliliter. Das sind dann ungefähr, ich sag mal, ja, keine 50, aber bestimmt so 48 Anwendungen, die ihr habt. Erinnert mich an Vic Medi Night mit dem Becherchen hier. Die ist am Anfang ja ein bisschen dickflüssiger. Wenn man aber nachher benutzt hat, wird die flüssiger im Mund. Der Geschmack ist recht angenehm. Ich würde den vielleicht zwischen Pfefferminz und so ein bisschen, ganz bisschen süßlich bezeichnen. Und wenn er die beiden Produkte benutzt hat, finde ich, man hat ein angenehmes, frisches Gefühl im Mund. Der fühlt sich sauber an. Und deswegen kann ich die beiden Zahncremes nur empfehlen. Wer also mehr auf Menthol steht, sollte sich die blaue kaufen. Wer halt Menthol nicht mag, der kann sich die rosane holen und dann kombiniert nach dem Putzen mit der Mundspülung. Die werden ja schon mal, also ihr könnt euch ja mal die Rezession bei Amazon durchlesen. Da wird dann auch geschrieben, dass Leute Probleme haben mit Magensäure, die irgendwie hochkommt und dann durch die Zähne angreift. Und die Zahncremes und Mundspülungen sind auch
sehr gut, wenn man Probleme an Zahnhälsen hat, also Schmerzen, da gehen die auch mit weg. Den Link zu den drei Sachen poste ich im Textfeld unter dem Video. Klickt da drauf, kommt ihr direkt auf Amazon hin, könnt euch die Sachen angucken. Und das war mal wieder der Testwischel von YouTube und das ist mein SpongeBob Schlaf-T-Shirt. Dann bis zum nächsten Mal.